Hallo Freunde, holt euch schnell auch einen Cappuccino, dann geht's los. Tja, wie gesagt, ich habe ein bisschen Zeit. Darum habe ich gedacht, machen wir wieder mal hier ein paar aktuelle, zeitnahe Videos. Denn die meisten Videos, die ihr sonst seht, sind halt oft vorbereitete Konserven. Manchmal bis zu einem oder sogar über einem Jahr. Aber jetzt, ja, die Krise verschafft mir auch ein bisschen Luft am Wochenende. Dadurch habe ich hier mal Zeit, wieder mal ein EDC-Video vorzustellen. Gab ein paar kleine Veränderungen im aktuellen, so was ich dabei habe. Und ja, wer Bock hat, bleibt dran und schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Wir müssen jetzt vielleicht so ein bisschen trennen zwischen hier dem hier oben und dem hier unten, weil das ist so das Aktuelle, was so am Mann ist. Und das sind also Sachen, womit ich dann halt mal so tausche. Fangen wir erstmal hier an. Wallet in Moment. Ein kleines Vanquest. Kartenwallet. Hier hinten kannst du da so ein paar Scheinchen reinmachen. Und wenn du dieses Vanquest-Fähnchen hier drüber stülpst über die Scheine, dann kannst du da auch das Geld nicht verlieren. Also keine Chance, dass es rausfällt. Sehr kompakt, bietet Platz hier für ein paar Visitenkarten. Und das Ganze, die Plastikkarten. Aber mehr brauche ich im Alltag eigentlich nicht mehr. Ich bezahle inzwischen, ich gehe eh nicht viel einkaufen, das meiste erledigt Maria. Wenn ich in der Stadt irgendwas brauche, bezahle ich bargeldlos. Oder hier hinten dran habe ich erstmal, ich weiß nicht, 5 oder 10 Euro noch in Schein für Notfälle, wenn man mal irgendwo ist, wo es mit EC eben nicht geht. RFID geblockt, denn die neuartigen Karten, die funken ja alle, selbst der Personalausweis kann RFID. Von daher, in diesem Wallet ist da so ein Metallgeflecht mit drin, da geht nichts mehr durch. Ja, das ist mein Geldbeutel, trage ich in der Hosentasche. Ist schön flach, man sieht, hat sich schon ein bisschen, ne, durch Druck und Wärme dem Körper angepasst. Ist ganz gut. Hier was Neues in meinem EDC. Ich habe ja viel das SOG Terminus getragen. Die Slipjoint-Variante, sage ich mal. Ein taktischer Slipjointer, findet man nicht so oft mit gutem pulvometallurgischem Carpenter-Stil. CTS BD1. Schön G10, All Black, Deep Carry Pocket Clip. Ist eigentlich genauso das, was mir gut gefällt. Manchmal habe ich aber auch das Magna dabei. Der große Riesenhobel vom Güdi mit der starken Feder. Auch sehr cool. Aber da habe ich jetzt mal ein anderes SOG besorgt. Nämlich das Salut in der Mini-Ausführung. Das gibt es in zwei Versionen. Einmal in Salut normal. Das ist dann größer, ich glaube mit einer 9 cm Klinge. Oder 9,5, also und etwas größer. Das ist hier so mehr die EDC-freundliche Variante mit der 8 cm Klinge. Finde ich ein super guter Kompromiss als EDC. Hier gibt es noch einen Pin, der ist verschiebbar in dieser Öse. Ne? Den kann man aber wunderbar abschrauben und dank Backlock, da drückt ja permanent die Feder auf die Klinge, ist das Ding nachher wirklich auch Zweihand, denn das kriegst du schier nicht auf, einhändig, weil hier wirklich eine starke Feder hinten drauf drückt. Die haben an diesem kleinen Teil nicht an Material gespart. Wenn du das in die Hand nimmst, dann merkst du echt, okay, das Ding hat Gewicht, massive Klinge, zwei fette Platinen, massives G10, fette Backlock, Feder, Klinge, ne? Passt. Hohlschliff, schneidet gut. Das ist hier aber 8CA 13 MOV, G10, All Black, Deep Carry Pocket Clip, Backlock ist sowieso immer cool. Also, was will man mehr? Genau mein Ding für Everyday Carry. All Black, Deep Carry ist immer cool. Ja, und ich muss sagen, also G-Boat da echt coole Teile. Das hier kostet natürlich inzwischen schon ein bisschen mehr. Klar, da ist eine ganz andere Hausnummer von Stahl drauf wie hier. Wer natürlich hier Wert auf den Stahl legt, greift natürlich lieber zu einem pulvometallurgischen, modernen High-End-Stahl, aber ich sag mal so, für den Alltag tut es mir auch ein 80er 13 MOV. Schön. G10 haben sie beide. Ja, SOG übertreibt es immer so ein bisschen mit dem Anbringen ihrer Logos. Ne? Sie haben es auf dem Griff, auf dem Clip, auf beiden Seiten und auf der Klinge. Ne? Also hier haben wir 2, 4, 6, 8 mal auf den beiden Messern das Logo. Aber okay, das ist also ein Ding von SOG. Aber ist cool. Eine geile Handlage. Schöne Klinge, schneidet gut, liegt gut in der Hand und Backlock ist immer geil und hört dadurch auch schön wirklich Zweihand. Ne? Eine Uhr, wo ich sehr gern trage im Alltag, G-Shock, das ist die
Ausführung mit die 5610 mit Solar und Funk. Wenn man da so ein bisschen guckt und sich schlau anstellt, kann man die Teile sogar für manchmal für knapp über 70 Euro schießen. Und das ist dann wirklich ein Schnäppchen für diese Uhr. Ja, ich sag da nur mal, meldet euch mal im Shoppingportal von Check24 an. Manchmal bekommt ihr einfach mal einen Gutschein gut geschrieben von Check24, den ihr einlösen könnt beim Shoppen. Manchmal bieten da die Händler immer wieder Einzelstücke super günstig an in dem Shoppingportal. Und wenn du dann noch die 10 Euro Gutschein einlösen kannst, dann kannst du mal so eine 5610 sogar für 70 Euro schießen. Und das ist natürlich dann ein super Preis für so eine coole EDC Armbanduhr, wasserdicht, robust, leicht und geht halt immer genau. Und wenn, solange sie ab und zu mal ein bisschen Sonne kriegt, läuft die immer. Okay, da fällt mir gerade ein, ich habe noch ein Multitool vergessen. Das war mein Heavy Duty Multitool. Das hole ich gerade noch. Genau hier. Das habe ich nicht immer dabei. Das habe ich meistens zu Hause. Das ist ein riesenschwerer Prügel am Gürtel. Den habe ich, wenn ich ihn dabei habe, dann habe ich ihn in meiner Umhängetasche. Das ist ja das Gerber Center Drive. Das ist schweres Gerät. Aber für hier am Mann auch neu. Ein Gerber Crucial. Auch All Black Deep Carry. Das vermisse ich halt von Leatherman. Eins ihrer Choosy-Serie. Baut doch mal so ein Choosy 2, 3, 2, 4, 6. Gute 6er gibt es schon gar nicht mehr. Weiß auch nicht, warum sie dieses Erfolgsmodell aus dem Sortiment genommen haben. Sie wollten wahrscheinlich jetzt einfach die Free-Modelle pushen, aber ich finde dort die Choosy-Serie 2, 4, 6 einfach die besten. Aber du kriegst keins mit Clip und keins in All Black. Darum habe ich mal hier umgeschwenkt zu Gerber, auch mit dem Kleinen. Das ist ja auch Gerber. Das ist Made in USA. Die sind von der Verarbeitungsqualität her ein bisschen besser. Wenn ich jetzt hier die Asien-Modelle, da dürften sie noch ein bisschen an der Verarbeitungsqualität. Aber ist auch nicht schlecht. Funktioniert, hat genau das, was ich brauche im Alltag und im Job. Du hast die Zange, die schön spitz hier zusammenläuft. Und für mich halt auch immer wichtig, ne? Ich habe meinen Schraubendreher, meinen Kreuzschlitz. Damit kann ich dann halt die Kiste öffnen. Was hier krass ist, ist hier dieser Hook, dieser Haken, Kabelbinder, Schnüre, Seile, Autogurt-Test werde ich noch machen, sobald ich was habe. Auf jeden Fall ist das der schärfste, übelste Haken, den ich hier hatte. Da musst du echt aufpassen, wenn du da mal am Finger bleibst. Alter, der ist ab. Das Ding ist höllisch scharf. Alle Werkzeuge sind verriegelt. Und dann ist hier noch so eine kleine Sheepfoot-Klinge mit 50-50 Serrations. Normal, Daumenpin habe ich rausgeschlagen. Der ist ja reingepresst. Jo, alles verriegelt. Cooles kleines Multitool. Hat sich schon in den ersten Tagen bewährt. Konnte ich gleich schon fast jedes Werkzeug gebrauchen, abgesehen jetzt vom Haken. Aber ich glaube, der macht sich auch gut als Boxcutter. Aber Schraubendreher, Zange, Klinge schon gebraucht. Gute Handlage. Ja, cooles kleines Teil. Und halt All Black Deep Carry Pocket Clip. Das ist für mich halt das Rezept, wie es mir gefällt. Seit ich die wieder gefunden habe, die war mal irgendwie Jahre in der Versenkung verschwunden, dann ist sie wieder aufgetaucht beim Aufräumen. Seitdem trage ich die wieder, weil sie einfach genial ist. Die alte Sunai T10 ist, glaube ich, die zweite Generation, die dann den Edelstahlkopf bekommen hat. Und noch alt genug, bevor sie hier auch alle Kopfschalter haben. Die hat halt noch schön den Endkappenschalter hier. Schwache Stufe, mittlere, starke Stufe. Doppel-A-Lösung ist halt immer geil. Hier bin ich inzwischen bei meiner größeren Backup-Lampe auch wieder zu diesem Konzept zurück. Zweimal Doppel-A Endkappenschalter. Gut, dass es noch so ein Modell gibt. Phoenix ist nur einer der wenigen Hersteller, der noch so ein Modell im Programm hat. Das ist für mich einfach die universellste Lampentechnologie. Egal, was für LEDs da drin sind oder wie stark die sind. Endkappe geht halt immer super schnell und Doppel-A hast du halt immer. Das ist so wirklich die Notfalllämpchen, ne? Hier dabei, hier zu Hause. Phoenix E20 Thru-Night T10. Einfach genial, diese Kombination. Dann Kuli immer noch, ist glaube ich mein längst das älteste Ausrüstungsgegenstand, den ich hier habe. Solange ich den nicht voliere, werde ich den weiter verwenden. Ja, sieht schon übel aus, hat schon was mitgemacht. Böker Kit 50. Einfach genial. Handy immer noch. Samsung S8 im Unicorn Beetle Panzer. Tja,
funktioniert einwandfrei. Jetzt kommen schon wieder die ersten Sonnentage, da kommt dann wieder die Cold Steel Sonnenbrille mit. Und ja, man kann ja über Cold Steel sagen, was man will, aber die bauen einfach das härteste, robusteste Zeug. Und bei Lampen, bei Brillen, da hat man ja, die wenigsten Brillen haben überhaupt eine Saison gehalten, weil sie einfach so empfindlich sind und immer gleich brechen oder was auch immer. Auf das Ding bin ich schon aus Versehen draufgestanden nachts. Ich bin schon draufgesessen im Auto, das Ding ist nicht kaputt zu kriegen. Die ist unverbüschlich. Ja, die ist sackteuer für das, dass es ja. Aber sie hat sich schon gelohnt, weil ich sie schon seit mehreren Saisonen habe. Da hätte ich schon viel mehr Geld ausgegeben, wenn ich mir jedes Jahr zwei neue kaufen müssten. Die ist einfach super tough. In den USA gab es damals die im Doppelpack für $99. Das war natürlich dann ein verdammt guter Preis bei der Aktion, aber die galt nur für die USA. In Europa hast du müssen 99 Euro für eine bezahlen. Das ist natürlich ordentlicher Preis, aber kaufst du dir irgend so eine Schickimicki-Markensonnenbrille, die auf jeden Fall nicht so robust ist wie die, zahlst du wahrscheinlich den gleichen Preis nur für die Marke. Ja, das ist sozusagen das Everyday Carry, ne? Die ist in der Jacke oder in der Tasche. Das ist meistens in der Hosentasche hinten oder auch in der Jacke. Das habe ich dann immer in der rechten Hosentasche. Das hier ist in der linken Hosentasche. Das habe ich auch noch in der rechten Hosentasche. Also das ist alles hier in der Hosentasche am Handgelenk. Und das ist dann entweder Tasche oder Rucksack. Das ist so das am Mann. Das habe ich dann zu Hause oder in der Tasche. Gutes, robustes Werkzeug. Dann habe ich hier manchmal zum Wechseln zwei Victorinox. Das kam hier wieder neu rein, ein Kadett. Manchmal, wenn es so super slim sein muss oder du hast so ein Leder EDC Wallet, wo nicht viel Platz ist, da kannst du wunderbar ein Kadett reinpacken. Das habe ich auch gern, das Pioneer. Das trage ich also manchmal dann hier in dem Etui in der Hosentasche. Bevor jetzt hier das Sock kam, hatte ich extrem lange und viel das Terminus am Start als Slipjoint. Manchmal, wenn ich gern größer, schwerer mag, tausche ich das Messer gegen das Magna aus. Ja, und hier, das ist mehr so die Zuhause-Lampe. Die habe ich jetzt nicht dabei, die hängt aber bei mir mal am Schreibtisch. Für nachts, wenn irgendwas wäre. Oder nochmal ein Gang durchs Haus, ums Haus, nachts. Beim Zuschließen E20. Ja. Das war's. Aktuelles EDC. Ja, neu dazugekommen hier. Eben wieder die Sunoid. Ein Gerber Multitool. All Black. Finde ich ja, gar nicht so schlecht. Das würde ich mir wünschen als US-Made. Und dann würde ich eben sagen, Schulnote anstatt 3. Ne, Schulnote 2, weil das Ami-Zeug ist einfach ein bisschen besser. Noch nicht hervorragend, aber auf jeden Fall besser wie zum Teil jetzt eben günstige Asien-Produktion. Muss nicht heißen so, dass aus Asien nicht gutes Zeug kommt, aber man merkt es halt schon bei den Sachen, die einfach günstig hergestellt werden müssen, merkst du es halt auch hier. Da sind so die Übergänge, sind halt nicht so präzise und ja, aber man muss es dann wieder unter dem Preis-Leistungs-Aspekt sehen, da ist es okay, aber man merkt da schon nochmal einen Verarbeitungsunterschied. Hier zum Beispiel beim Sock, das kommt ja auch aus Asien, aber da ist die Verarbeitungsqualität top. Aber er kostet natürlich auch schon wieder 20er, 30er mehr. Den Unterschied merkst du halt auch einfach. Ne? Das ist immer, ich sag, du kriegst alles aus von den Läden, du kannst da sagen, du kannst Werkzeug bei denen bestellen, die produzieren es dir und du kannst dann irgendein Multitool für $5 produzieren lassen, dann kriegst du ein Multitool im Warenwert von 5 oder Produktionswert von $5. Ne? Ich denke mal, mehr wie 5 bis $7,50 wird sowas nicht kosten in der Produktion. Sowas hier schon gar nicht. Ne? Das sind alles Produktionswerte unter $10. Du kannst aber auch hingehen und sagen, du lässt da was für $20 produzieren und dann bekommst du halt auch die doppelte Qualität. Ne? Allein gut, hier kostet wahrscheinlich der Stahl schon ein bisschen mehr. You get what you pay. Das gilt für den Endverbraucher wie auch für den Hersteller, der im Ausland was in Auftrag gibt. You get what you pay. Wenn es für einen reicht, dann ist es okay. Für mich, EDC im Alltag, ist das noch okay. Ich wäre aber auch bereit für die gleichen Artikel, wenn sie bessere Qualitätsstufe hätten, auch noch ein bisschen mehr zu bezahlen. Aber es ist, wie es ist. Aber ich finde sie nicht schlecht. Das hier ganz einfach, weil es keine Alternative gibt. Ein anderes Small Size Multitool All Black Deep Carry Clip kenne ich nicht. Würde ich mir von Victorinox sowas wünschen, da dürfte es dann auch 100 Euro kosten, würde ich bezahlen. Oder von Leatherman.
Mensch, macht mal ein All Black Juicy S2 mit Clip, ich wäre der erste Käufer. Das fände ich so geil. Ein Juicy S2 All Black mit Deep Carry Pocket Clip. Ich wäre der Besteller Nummer 1. Und hier das finde ich auch ein cooles Teil. Absolut unbekannt, unterbewertet. Ja, ist jetzt auch nicht die Hammer-Quali, aber ey, es funktioniert. Ich finde es geil. Für den Preis top. Das gleiche wie für die Uhr, ne? Ich meine, was Besseres wie so eine G-Shock zu Dumpingpreis kannst du dir nicht vor EDC zulegen. Ne? Die musst du dann nicht schön schonen und auch nicht aufpassen. Ja, das sind dann schon qualitativ eine andere Hausnummer. Ne? Ein Jago-Board halt da, super. Victorinox-Messer, gut. Die Standardteile, die maschinell hergestellt werden, da ist eins so präzise und genau wie das andere. Manche Tools werden auch von Hand hergestellt, größere, aufwendige. Ne? Pioneer, Klassiker schlechthin. Was verrichtet Jahrzehnte seinen Job. Ja, das war's. EDC, ganz aktuell, 22.03., fast 12 Uhr mittags. So sieht es momentan aus. Okay, Freunde, sage ich danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Und ja, macht doch auch gerade mal so ein aktuelles Krisen-Corona-EDC-Video und packt die Links dazu hier unter das Video in den Kommentaren, dann können wir da alle veröffentlichen und dann können wir noch ein paar andere aktuelle EDCs anschauen. Also genug gequatscht, oh Gott, fast 17 Minuten. Okay, Freunde, bleibt gesund und immer schön, wenn ihr rausgehen müsst. Wenn nicht, bleibt zu Hause, wenn ihr rausgehen müsst zur Arbeit, dann steckt Werkzeug ein. Ne? Also, ciao, Freunde, macht's gut. Bye, bye.